großes Konzert der Musikschule in der St. Lamberti-Kirche in Hildesheim. Fast 500 Menschen sind gekommen, um ihren Kindern beim Musizieren zuzuhören. Thomas Schimczak leitet das Streichorchester und unterrichtet Cello. Sein Einkommen? Knapp 20.000 Euro brutto im Jahr. Das ist nicht viel mehr als die Hälfte des deutschen Durchschnittseinkommens. Er lebt damit knapp über der Armutsgrenze hierzulande. Tomasz war 7 Jahre alt, als er beschloss, Cello zu lernen. Nachdem er diese Suite von Johann Sebastian Bach gehört hat. Hochschule in Polen, Jahre als Orchestermusiker, bis da gekürzt wurde. 40 Jahre später bekommt er als Honorarkraft 24 Euro für eine Dreiviertelstunde Unterricht. Ich fühle mich oft, wenn wir über Geld sprechen oder über manche Situationen, auch hier in der Musikschule, ich fühle mich dann wie ein Lehrer zweiter Kategorie, weil ich eigentlich das Gleiche, mindestens das Gleiche leiste wie die anderen Kollegen, aber ich fühle mich doch ganz anders als die Festangestellten. 23 Festangestellte, 60 Honorarkräfte und 3.500 Schüler. Ohne Honorarkräfte wäre kein Unterricht an der Musikschule Hildesheim möglich. Aber mehr als 3 oder 4 Stunden am Nachmittag sind nicht drin. Und das auch noch nicht einmal jeden Tag. Seit 16 Jahren unterrichtet Anja Kucharski Schlagzeug und lebt unter der Armutsgrenze. Also sind keine 1.000 Euro im Monat. Das ist schon sehr wenig, das weiß ich. Aber ich bin auch wirklich jemand, der mit wenig Geld leben kann. Und ja, aber solche Geschichten wie sich selbst zu versichern für die Rente, da müsste man natürlich eine ganze Ecke mehr verdienen. Und so bleibt das halt ziemlich klein im Alter. Es wird manchmal eng und ich würde gerne, dass auch nicht so oft Minus auf dem Konto haben, dass ich dann wegen aller Rechnungen, die ich bezahlen muss, ständig drunter gehen muss. 10.000 Stunden heißt es, muss ein Musiker sein Instrument üben. Erst dann kann man sagen, dass er es beherrscht. Keine Ausbildung dauert so lange. Nirgendwo wird schon von Kindern ein so hohes Maß an Verzicht und Disziplin gefordert. Am Ende dann aber manchmal ein Leben in sozialer Unsicherheit. Und auch Nebenjobs. Die sogenannten Muggen werden nur miserabel bezahlt. Der Verband der Musikschulen appelliert an die Träger, die Zahl der Festangestellten anzuheben. Aber es scheitert am Geld. Wir sind abhängig vom Willen der öffentlichen Hand. Und gerade hier speziell in Hildesheim ist zwar Wille da, aber Geld nicht. Die Stadt ist hochverschuldet, steckt in einem Zukunftsvertrag. Wir kriegen seit Jahren gesagt, es gibt keinen Euro mehr. Das heißt de facto, wir kriegen quasi jedes Jahr eigentlich netto weniger, weil die Inflationsrate steigt. Und wie gesagt, der Kreis, der damals 6-stellig finanzierte zu D-Mark-Zeiten, ist komplett ausgestiegen vor 20 Jahren. Und damit bündeln sich extreme Probleme. 500.000 Euro mehr bräuchte die Musikschule, um alle Honorarkräfte fest anzustellen. Utopisch. Denn die Finanzlage insgesamt ist schwierig, obwohl Hildesheim sich für 2025 um den Titel Kulturhauptstadt bewirbt. Auf diesem Kontext stelle ich natürlich ganz bewusst die Fragen, auch liebe Kommunalpolitiker, wie seht ihr denn das? Auf der einen Seite wollen wir zusammen dort etwas erreichen für die Stadt, auf der anderen Seite bricht euch möglicherweise die Musikschule weg. Das brotlose Leben als Künstler, hier stimmt es. Es muss irgendwie auch was passieren. Also ich denke, dass wir in der Musikschule ja auch alle zusammen daran arbeiten, dass sich vielleicht in der Politik auch ein bisschen was ändert. Also dass gesehen wird, dass Honorarkräfte, ich meine, die kann man vielleicht für 2 Jahre mal einstellen oder für 3, aber dann müsste eigentlich irgendeine Festanstellung kommen. Ich würde jetzt keinem hier sofort überreden, auch komm, du musst unbedingt Instrument lernen, um dann dein Geld damit zu verdienen. Die junge Philharmonie, der ganze Stolz der Musikschule Hildesheim. Ohne engagierte Künstler wie Thomas Schimczak oder Anja Kucharski würde hier keiner der 500 Gäste seinen Kindern applaudieren können.